So, die CO2-Ampel zeigt jetzt 1050 ppm an. Das ist ja so viel, da muss gelüftet werden. Deswegen ist das Signal auch rot hier zu sehen. Unten ist ein Raspberry Pi, der die Werte misst, auswertet. Oben ist der CO2-Sensor zu sehen, der auch die Temperatur erfasst von im Moment 23 Grad Celsius. All das wird dann noch zu einem Browser gesendet, wo man sich die Werte dann auch anzeigen lassen kann. Es muss also jetzt gelüftet werden.